Hallo alle zusammen, wie geht es euch? Ich bin Rashman, ich komme wieder heute hier für die neue Sache. Meine Kollegen draußen sagen mir, Rashid, wo bist du? Wir haben schon lange nicht gesehen. Warum so? Ich sage, Entschuldigung, da war sehr, sehr, sehr große Krise auf der Welt. Jeder weiß das. Was ist das? Covid-19 oder Coronavirus, das ist nicht so okay. Wir sind immer Angst, ja, das ist richtig so, wenn ich so sagen. Heute, ich sage meine Kollegen, lern die Gewürze auf Deutsch. Lern die Gewürze auf Deutsch. Wenn ich lerne die Gewürze auf Deutsch, was habe ich gemeint? Ich meine, wir haben die Gewürze und dann du musst diese Gewürze wissen. Bevor wir weitergehen, bitte abonniere deinen Kanal, um neue Videos zu bekommen. Ich bin Rashman. So, heute bekommst bitte Übung auf Deutsch. Ich sage das nur auf Deutsch und dann kann ich auch diese Sache, die ich erzähle, dann kann ich hier zeigen und dann die Name. Das ist sehr wichtig zu wissen, diese Gewürze, die ich erzähle jetzt gerade. Das ist wirklich super. Sagen Sie mal, wir haben viele verschiedene Arten von der Gewürze und heute werde ich einige davon erklären. Das ist, es gibt viele verschiedene Orte, wo die Gewürze vorhanden. So, das ist wirklich zum Beispiel Kisimani ist der Hauptort, wo die Gewürze wachsen. Das ist super. Heute ich erzähle oder ich unterrichte das sehr, die Gewürze auf Sansibar. Der erste, wir haben der Zimt. Der Zimt. Der Zimt. Zimt, was ist das? So ein paar Gewürze, wir benutzen als Medizin und auch zum Kochen. Zum Beispiel dieser Zimt, das ist gut gegen Bauchschmerzen. Super, mach das Tee und dann einfach so trinken, ist Gesundheit. Das ist der Zimt. Und dann auch, wir haben zum Beispiel der Ingwer. Der Ingwer. Ingwer ist sehr gesund für jeder. Wenn man Schnupfen hat oder manchmal, ach, heute meine Stimme ist nicht so okay, ich habe keine Stimme heute. Das ist gut, wenn man das, diese Ingwer und dann ins Wasser reingetan und dann einfach so trinken. Oder kann man das Ingwer reiben und kochen als Tee und dann kann man einfach so trinken. Das ist sehr wichtig. Ingwer macht das immer gesund und macht stark für die Männer. Hör mal zu, alle Männer, schau mich an, hör mal zu. Ingwer ist sehr gesund für die Männer und auch für die Frauen, aber ich meine für die Männer, wir haben das unser Spiel. Wir sagen das unser Spiel. Ja, das ist sehr wichtig, wenn man das immer Ingwer trinken oder in Suppe reingetan, das ist super. Das wirklich benutzen wir als Medizin und auch zum Kochen. Das super, super, super toll. Und es gibt ja auch die Nelken, die Gewürznelken. Die Gewürznelken ist der Hauptgewürz auf Sansibar. Die Gewürznelken, wer, weißt du, siehst du da? Die Gewürznelken ist der Hauptgewürz auf Sansibar. Und diese Gewürze wir benutzen auch als Medizin und auch zum Kochen. Zum Kochen, manche Leute sagen, wir haben Pilau-Reis. Pilau-Reis ist der Reis mit verschiedenen Gewürzen. Manchmal, die Leute sagen, oh, Pilau-Reis mit Nelken ist auch super. Oder manchmal in Kerzen oder manchmal im Tee. Aber im Tee sagen wir, oh, das ist nicht so viel, wenn es scharf ist. Ja, manchmal, die können das einfach so, die Gewürznelken im Tee reingetan und macht super. Aber ich möchte heute etwas geben oder einen Tipp geben. Was für ein Tipp, den ich dir geben. Das ist, Nelken ist auch gegen Bauchschmerzen. Manchmal, wenn man auch Hautprobleme, kann man das auch Seife, Nelkenseife. Das ist wirklich super. Oder manchmal nimmt das getrocknete Nelken einfach so in der Flasche reingetan mit Wasser und macht das dazu und dann ein paar Tage, das Wasser wird schwarz. Wenn es schwarz ist, dann kann man einfach so trinken. Das ist gut gegen Bauchschmerzen. Super. Nelken ist super toll. Und dann auch, es gibt auch die Vanille. Die Vanille, Lieblingsgewürz. Jeder weiß das, die Vanille ist teures Gewürz. Ah, warum teurer? Das ist die teure Gewürze.
teure Wegen, die sehen wir ernten nur einmal im Jahr. Und dann auch aus Sri Lanka oder Zanzibar. Zanzibar, wir haben auch Vanille, aber nicht so viel. So jetzt hier auf Zanzibar, wir benutzen im Tee oder im Pilau-Reis oder im Milch. Das ist super, super, super toll. Und dann es gibt auch der schwarze Pfeffer. Der schwarze Pfeffer ist auch sehr gut. Schwarzer Pfeffer, wir benutzen auch im zum Kochen, ja, zum Kochen. Im Brei reingetan, das ist gut, Vertrag mit Magen. Und dann man kann auch gut gegen Bauchschmerzen. Das ist super, alle gegen Bauchschmerzen. Der Gewürz auch sein Silber. Okay, so, dann der schwarze Pfeffer, kann man das einfach so als Pulver machen und dann auch im Pilau reingetan. Das macht es immer super. Pilau-Reis, super. Oh, super, super, super toll. Und auch Ingwer im Ei, der schwarze Pfeffer im Eier, das ist auch super. Mit Eier einfach so essen, super, gut. Aber der schwarze Pfeffer, wenn man mehr schwarze Pfeffer essen, macht Schnupfen. Ah, macht Schnupfen, das ist nicht so gut. So, Pole, Pole, oder kann ich sagen, langsam, langsam, ja? So, das ist gut. Wir haben schon das der Ingwer gesagt, wir haben der Zimt und dann auch Nelken, die Gewürznelken und dann auch jetzt gerade der schwarze Pfeffer und auch Kurkuma. Die Kurkuma ist gelbe Wurzel. Die gelbe Wurzel normalerweise trocknet an der Sonne und dann gemahlen. Die Pulver benutzen wir in Soße, macht das Gelbsoße. Gelbsoße. Warum so? Und dann Kurkuma, wir benutzen auch als Medizin. Ah, Kolore. Medizin ist sehr gut gegen Pickel. Oh, wenn man mal Probleme mit dem Gesicht und so. Der Ingwer, der Zimt, die Gewürznelken und was ist noch? Die Muskatnuss. Muskatnuss. Die Muskatnuss, wir sagen, oh, die Muskatnuss auf Zanzibar, die benutzen nur die Frau. Warum? Gegen Schüchternheit, besonders vor Hochzeit oder anderen Feiern. Warum so? Die Muskatnuss. In Europa, die benutzen im Kartoffelbrei, besonders in Deutschland. In Deutschland, ich weiß das, in Deutschland, die benutzen immer Muskatnuss im Kartoffelbrei. Das ist wirklich super. Aber auf Zanzibar, die machen als kleine Droge. Weißt du, oder kennst du Droge? Kleine Droge. Ich mache, was ich will. So jetzt gerade, ich mache, was ich will. Das ist Muskatnuss. Wenn es getrocknet, manche Leute die benutzen diese, aber nicht so gut. Wegen der islamischen Religion brauchen wir nicht so Drogen. Das ist verboten. Ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt auf Zanzibar. Nicht erlaubt. So, machst du das weit weg. Machst du das weit weg. Das, was ist Droge. Das ist gut. So, das ist auch die Muskatnuss. Kardamom, Kardamom. Oh, Kardamom. Kardamom ist der Königgewürz. Königgewürz. Wenn ich Königgewürz sage, ich meine Kardamom im Pilau-Reis, Kardamom im Tee, Kardamom im Keksen, Kardamom im Lebkuchen. Das überall Kardamom. Das ist wirklich super. Manche Leute haben gesagt, okay, weißt du, im Nachte, wenn die Kinder weinen oder ein Kind weinen, so nimmt das Kardamom mit Wasser, kann man einfach so hier mit Wasser reiben und hier unter dem Augen reiben und die Kinder sofort schlafen. Wenn die wollen nicht schlafen im Nacht, dann kann man das mit Kardamom. Von den Wachsen, ich weiß das ja. Auf den Wachsen, ich weiß das nicht. Ich weiß nur für die Kinder. So, das ist die Gewürze. Wir haben viele Gewürze heute erzählt. Wir haben der Zimt, wir haben der Ingwer, wir haben Kurkuma, wir haben die Gewürznelken, wir haben die Muskatnuss, wir haben auch der schwarze Pfeffer und wir haben auch Kardamom. So, das ist die Gewürze. Ich bin Roschmann. Ich sage nochmal, abonniert den Kanal, um mehr Videos zu bekommen. Das ist Roschmann. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bye, bye.